Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, Basim will mal wieder nicht stehen bleiben. Was, wie? Verbesserungsplan Dolch der Zeit? Wo habe ich den denn jetzt herbekommen? Hallo? Warum ist mein Dolch jetzt zum Verbessern? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Kriege ich den jetzt jedes Mal, wenn ich mich einlogge oder was? Aber der ist doch schon komplett. Den kann ich eh nicht mehr verbessern. Fürs Schwert habe ich wahrscheinlich auch nichts, nehme ich mal an. Das kann man jetzt hier leider nicht sehen. Übrigens, ich habe es offline mal getestet. Ja, man muss zum Schmied. Und ja, ich war tatsächlich etwas blind auf beiden Augen. Nämlich habe ich einmal gesehen, dass hier irgendwo der Schneider war. Genau, hier ist der Schneider. Mein Controller will mal wieder nicht da bleiben. Und das, was aussieht wie so ein Kampfsymbol, wo ich immer gedacht habe, das sind Söldner. Eigentlich direkt über dem Bruderschaftshaus, aber wie gesagt, mein Controller will heute mal wieder nicht. Das ist das hier, was immer wegspringt. Das ist die Schmiede. Und da kann man dann entgegen dem, was im Text drin steht, der uns ja ständig zur Schneiderei schicken will, warum auch immer, da kann man dann logischerweise seine Sachen auch aufbessern. Hatte ich schon mal gemacht, aber irgendwie habe ich vergessen, dass dieses Symbol tatsächlich die Schmiede ist und nicht diese Leute. Diese Söldner waren es, glaube ich, die für einen kämpfen würden. Ja, wir stehen jetzt hier in der Nähe. Problematisch ist es nur, dass ich nicht weiß. Ja, er geht natürlich wieder nicht hoch, war klar. Dass ich nicht weiß, ob. Spring doch einfach, hallo? Ja, oder kletter von mir aus. Hauptsache, du kommst hoch. Junge, du bist Assassine. Du musst dich mal ein bisschen bewegen können. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Da ist natürlich direkt Sperrgebiet und genau da müssen wir hin. Los, überdenken wir unsere Herangehensweise. Ich glaube aber, hier konnte man nochmal durch, oder? Das ist so selten dämlich gemacht mit dem Sperrgebiet hier. Weil oben, wenn man. Was willst du von mir? Oben, wenn man zu nah an die Mauer rankommt, hat man nämlich ein Problem mit dem Sperrgebiet, wie wir gerade gesehen haben. Und unten kann man einfach durchlaufen. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber naja, egal. Wir sprechen mit Ali. Ali. Bereit? Wir müssen los. Lass uns gehen. Wir müssen nach Jarjara ja aufbrechen. Jetzt wollte ich gerade kurz einen Kaffee trinken, weil ja hier alles automatisch geht. Jetzt muss ich ja auch noch aufs Pferd aufsteigen. So geht das aber nicht hier. Ihr Verborgenen seid seltsam. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen? Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Hallöchen, Kamel. Ich glaube, wir hätten auch unser Kamel nehmen können, mal so nebenbei. Hi, ich bin auch dabei. Immer ignorieren mich alle. Wo willst du denn hin? Wenn du wahrhaft frei bist, wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem. Niemand herrscht über mich. Ich
bin frei. Ich weiß nicht, was du bist. Ich bin ein Adler. Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus, Teetrinker Tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Okay, das Teehaus ist da hinten. Lass uns mal irgendwie hier runterspringen. Was ist das denn hier? Sandsturm oder sowas? Ich weiß es nicht. Willkommen! Bitte nimm doch Platz oder stöbere durch meine unerreichte Auswahl an Tees. Ja, ich nehme das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Würde gerne Platz nehmen, aber... Ah, Moment, da... Nee, darf ich jetzt mit ihm reden? Ich dachte, ich soll dem zuhören. Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg! Geschenk haben wir nicht, was auch immer das sein soll. Wir haben nur eine einzige Münze. Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sandsklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem mit dir rede. Du mich auch. Na gut, wen hätten wir hier denn noch? Dürstet es euch nach Wissen? Hungert ihr nach mit dem wir reden könnten. Das sind Truhe, da sind Wachen. Wo Scheich Arasi schon heute Abend einen Vortrag über Pocken und Masern halten wird. Pocken und Masern, genau. Hier unten scheint aber keiner zu sein, dem man zuhören kann. Freundliche Worte gegenüber den Tut mir leid, ich muss mal eben hier die Sachen sammeln. Und davon redet aber anscheinend auch keiner gerade darüber. Ist hier noch irgendjemand? Aber unten dieses Zeichen da, also dieses... Ach, das ist ein... Kommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Tja, wie soll man ihn ausnüchtern? Gleich bist du wieder nüchtern. Einfach ins Wasser werfen oder was? Nein! Genug! Es geht mir besser! Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Ich hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst, sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja, ja. Oh, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Hey, hier drüben. Hierher. Warte. Ja, was ist denn? Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Sadie. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe.
Folge mir. Der zeigt hinter sich. Dann geht Basim automatisch dahin, wegen meinem blöden Controller. Und was macht er? Rennt in die andere Richtung. Toll. Vorsicht, Stufe, sagt er. Das ist ja eine ganze Treppe hier gewesen. Wohin denn jetzt? Ach Gott, die Luft ist rein. Tja, wir scheinen allein zu sein. Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Okay, Ali, Ali, Ali. Nein, oh, ich hab's zu spät gesehen. Dass der aber auch immer da reinspringen muss. Ach nee, jetzt geht die Tür nicht auf, ne? Entschuldigung, ich muss nochmal hier rum. So, die Frage ist jetzt, er wollte doch, glaube ich, auch irgendwo hin, oder? Ist, ah, Moment, da hinten blinkt noch was. Nehmen wir das doch direkt auch mal mit. Sehr schön. Ich weiß nichts über die Dinge, nach denen du fragst. Wusstest du, dass ich Gedanken hören kann? Du willst nicht reden, aber du wirst. Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Naja, Fall geschlossen. Hinter mir ist es gerade etwas lauter. Ich glaube, der Fall ist noch nicht geschlossen. Nachforschungen. Das hatten wir ja eigentlich vor, ne? Verfolge den Spitzel. Finde die Witwe. Ach so, okay. Wahrscheinlich sollten wir jetzt eigentlich den Spitzel verfolgen, aber das machen wir nicht. Wir werden jetzt erstmal der Witwe helfen. Wenn schon, denn schon. Ich will zwar jetzt keine 20.000 Nebenaufgaben machen, sowas ist immer langweilig, aber der guten Dame müssen wir natürlich helfen. Und wenn das im Rahmen der Hauptstory hier gekommen ist, dann ist es ja logisch, dass wir das dann beides abschließen. So. Das heißt Gebiet finden. Wir sind doch eigentlich schon... Zeige mir alles. Das ist die Witwe, das sah jetzt gerade... Von oben glaube ich männlich aus, aber... Ich darf doch nicht auch noch verlieren. Ihm wird schon nichts zugestoßen sein. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Nein, er ist fort. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, Blumen für das Begräbnis meines Mannes zu sammeln. Und nun ist mein Sohn auch noch fort. Hier bin ich richtig. Verzeihung. Wer bist du? Was willst du von mir? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Der Teehausbesitzer hat mir von deinen Problemen erzählt. Vielleicht kann ich helfen. Ich wüsste nicht wie. Ich kenne dich nicht. Du brauchst Blumen für das Grab deines Mannes. Auch ich verlor einst jene, die mir wichtig waren und konnte sie nicht bestatten. Es wäre mir eine Ehre, für dich zu tun, was ich für meine Freunde nicht tun konnte.
Ich sammle die Blumen für dich. Mein Mann brachte mir oft Felsenlippe von unterwegs mit. Wenn du mir welche bringst, lasse ich sie nach der Bestattung am Grab. Mein letztes Geschenk. So soll es sein. Die Blumen sind bestimmt in der Nähe. Ich sehe mich mal um. Ist das dein Ernst? Ich dachte, wir sollen den armen Jungen hier finden und der hat nichts Besseres zu tun, als nach Blumen zu fragen. Was bist du denn für eine Kuh? Aber sehr wendig. Komm, dein Euter hängt doch schon bis zum Boden. Kann ich dich nicht melken. Ich meine, wenn man Katzen streicheln kann, warum kann man keine Kühe melken, ne? Das ist ja unrealistisch hier. Was bist du denn? Ah, bleib doch mal stehen. Ein kleiner Feldhase. Oha, okay. Was ist denn hier passiert? Das war der Überfall, nehme ich mal an. Jetzt zeigt er das aber auch nicht mehr an vom Platz her. Geh auf Erkundungsflug. Schätzelein, kannst du mir weiterhelfen? Nee, oder? Da hinten sind weiße Blumen. Denke ich zumindest. Oder sind das Steine? Nee, das sind Blumen. Ah, so die Frage, sind das die, die ich pflücken kann? Ah ja doch. Jetzt zeigt das wieder an. Ja, super. Das sind die Blumen, die ich suche. Sie sind wunderschön. Das hätte meinen Freunden auch gefallen. Mann, immer diese Schlangen. So. Habe ich die jetzt gepflückt? Moment, ich gehe wieder zurück, oder? Pflücke die Blumen und kehre zur Witwe zurück. Genau. Es war jetzt irgendwie alles so schnell. Ich meine nämlich auch, ich hätte sie gepflückt. Und dann war aber auf einmal die Schlange da und ist mich da am Angreifen gewesen. Und ja. Ich habe ja auch schon mal einen Puma jetzt mittlerweile gehabt. Aber keine Ahnung, was mit dem eigentlich passiert ist. Der ist, glaube ich, abgehauen. Also der war irgendwie so am Rumbrüllen. Und dann bin ich aber woanders hingelaufen. Dann war der auf einmal weg. Nee, dann bin ich ins Wasser gesprungen. Genau, weil ich da ja tauchen musste. Du siehst aus wie das Pferd, was ich gekauft habe. Bist du das Pferd, was ich gekauft habe? Zumindest kann ich aufsteigen. Ich habe die Blumen. Ich bringe dir die Blumen. Und mein Beileid. So eine elegante Pflanze. Mein Gatte liebte sie. Danke. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich will herausfinden, wer die Sklaven aus Jajaraya verschleppt. Ich weiß, dass dein Sohn vermisst wird. Ja. Ich verlor seinen Vater. Ich könnte es nicht ertragen, ihn auch noch zu verlieren. Kannst du mir sagen, was er tat, bevor er verschwand? Er war sehr unglücklich, nachdem sein Vater fort war. Er fing an, nachts aus dem Haus zu gehen. Gestern Abend kam er nicht zurück. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das mir verrät, was passiert ist. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Moment. Halt. War doch gerade was? Ich könnte von hier aus den Spuren ihres Sohnes folgen. Ja, aber in die Richtung, ne? Das kann man auch gut so sehen. Ich dachte gerade schon, der Sohn liegt jetzt hier. Oh, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, aber da ist eine Wache dabei. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Zwei Wachen. Mist, ich hab's nicht aufgeladen. Scheiße. Hier sind aber viele Spuren. Hier sind viele Spuren, aber hier ist auch Sperrgebiet. Ja, kannst du blöd gucken. Ich stehe nämlich nicht im Sperrgebiet hier. Das ist doof, wenn das nicht aufgeladen ist. Also die Spuren führen auf jeden Fall hier oben hin. Die Spur führt zu diesem kleinen Gebäude. Ja, habe ich gerade gesagt, Basim. Danke. Ach, er hat den Schlüssel. Nee. Ach so, ich dachte gerade schon. Ich habe nur das Zeichen gesehen. Ich muss einen Weg hineinfinden. Nimm doch die Tür. Nein, natürlich nicht. Sie ist verriegelt. Kann ich die von hier aus anlocken? Nein.
Anscheinend nicht. Hm. Ah, okay. Oh. Der Schieb? Los. Ist doch ein starker Mann. So, hier ist auch reingelaufen. Kaum noch Öl. Er hat noch spät gearbeitet. Ein Brief. Er erwähnt einen Hof in der Nähe. Brief des Sohns. Ich habe Söldner auf diesen Hof ein- und ausgehen sehen. Sie müssen es gewesen sein, die Vater und die anderen geholt haben. Ich gehe heute Abend nachsehen. Ich lasse diese Nachricht hier für den Fall, dass auch ich geschnappt werde. Es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorchte, Mutter. Aber Beshi hat recht. Wir müssen kämpfen. Ich sollte seiner Mutter sagen, was ich gefunden habe. Wieso? Ach, das ist draußen. Ach, ich dachte, das wäre hier drin. Okay. Ich würde die aber auch gerne noch niedermetzeln hier. Aber die bleiben da zu dritt. Wieso ist hier eigentlich Sperrgebiet? Obwohl ich hier so ins Haus rein kann, ohne dass es Sperrgebiet ist. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ach, jetzt auf einmal kann ich wieder. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Moment. RB. RB. Den anderen kriege ich nicht hin, oder? Nein, komm. Dann mache ich das anders. Moment, Moment, Moment. Von der anderen Seite kann ich die doch bestimmt besser anvisieren. Nein! Willst du mich denn? Nicht wieder zurückgehen. Ich will den anderen auch haben. Jetzt kann ich nur den an... Ey, was ist denn das für ein Mist hier? Kann ich euch jetzt alle hier anvisieren? Nee, jetzt kann ich keinen mehr. Oh, Leute, ernsthaft. Was ist das für ein dämliches System? Das heißt, ich muss ja noch nicht mal. Ist ja... So. Jetzt sag mir bitte, dass ich jetzt endlich alle machen kann hier. Zack. Und los. Und damit haben wir noch eine Scherbe gefunden. Sehr schön. Ich war's nicht. Ich gehe mal wieder zur Witwe zurück. Hallo Häschen, nicht weglaufen. Ich bin der liebe Basim. Ich will euch doch alle nur knuddeln und an den Ohren ziehen, damit die noch länger werden. Komm, wir laufen um die Wette. Ich bin schneller als ihr. Haha, ich wusste es. Ich fand einen Brief deines Sohnes. Er wollte nach den Männern suchen, die seinen Vater holten. Der dumme Junge. Er erwähnte ein Gehöft in der Nähe. Weißt du, was er damit meinte? Oh nein. Dohans Hof. Da wimmelt es von Söldnern. Wenn er dahin gegangen ist... Bitte, finde meinen Sohn. Wenn er lebt, dann bekommst du ihn zurück. Du hast mein Wort. Ich muss Ali Bescheid sagen. Aber vorher suche ich noch den Spitzel. Ah, ich weiß jetzt schon, was kommt, weil wir werden jetzt wieder irgendein Gebäude haben. Ich meine, sie hat es ja schon selber gesagt, wo 20.000 gefühlte Wachen rumlaufen. Und ich dann wieder das Problem haben werde, dass das Ganze so lange dauert. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir hier mal einen kurzen Cut machen. Wir haben ja sowieso jetzt gerade die Quest hier teilweise beendet. Und dass wir den Rest der Quest, hoffentlich die Rettung des Jungen, dann in der nächsten Folge machen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.